Ich habe am meisten Angst vor Saliba. Also ich sehe diese Ecke sehr gefährlich. Ja, ich will es auch. Oh, er sieht aus wie so der Klischee-Mafiose. Ich frage mich ironisch. Bruder, bist du Mafia? Ich gucke, was so dumme Frage ist. Ja, ja, Bruder, sie so. Mit Pascha befreundet zu sein, Bruder, musst du, glaube ich, auf Stoff sein, Alter. Ich schwöre. Das sind die Regeln. 8 Spieler, 8 Karten. 2 für die Mafia, 6 für die Bürger. Die Karten werden zufällig von allen Teilnehmern gezogen. Gespielt wird in Runden, bestehend aus Tag und Nacht. In der ersten Nacht offenbaren die Mafiosi sich gegenseitig ihre Identität. Alle anderen Augen bleiben geschlossen. Dann können alle ihre Augen öffnen und das Spiel beginnt. Am Tag wird diskutiert, wer Mafia sein könnte. Am Ende des Tages wird eine Person durch Mehrheit rausgewählt. Diese muss ihre Rolle offenbaren. Ab der zweiten Nacht darf die Mafia zusätzlich eine weitere Person töten. Aber unter den 6 Bürgern gibt es noch eine spezielle Rolle. Der Heiler kann jede Nacht eine Person schützen. Wenn er die Person auswählt, die die Mafia töten wollte, bleibt die Person im Spiel und die Kraft des Heilers erlischt. Das Spiel endet, wenn beide Mafiosi eliminiert wurden oder die Anzahl der Mafia und Bürger gleich ist. Lasst das Spiel beginnen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal jetzt. Comedy-König und Stand-Up-Legende. Wenn er den Raum betritt, ist für Lacher gesorgt. Macht Lärm für Salim! Als Kämpfer macht er jeden Käfig zu seiner MMA-Bühne. Kann er sich heute trotzdem durch diese blutige Runde boxen? Hier ist Max! Mit ihren Auftritten begeistert sie jedes Musikerherz und jede Bühne erklärt sie zu ihrer eigenen. Hier ist Liz! Auf ein gutes Spiel! Eure geliebte Gastgeberin des Mafia-Dramas. Sie verwandelt jedes Verbrechen in eine einmalige Show. Hier ist eure Pascha! Max, hör auf, wirklich, ich kann das alles nicht mehr. Als Rap-Ikone hat er sich bereits einen Namen gemacht. Seine Tracks überzeugen ohne Zweifel. Begrüßt Ramo! Ich hab jeden applaudiert, das ist mein Applaus. 1, 2, 3, hier saß ich. Die Mafia-Bühne ist ihr Spielfeld. Macht sie also den Rest zu ihren Spielfiguren? Hier ist Neger! Charmeur und Frauenheld. Mit seinem Flirt-Game kann er selbst die Mafia um den Finger wickeln. Hier ist Sofia! Mafia! Ja, lachen, die sehen italienisch aus. Wechselt von der Zuschauerbank zur Front Row Mafia Spiel. Hier ist Wildcard. Aber! Pascha! Wildcard! Ich such mich raus! Hast du mich gerade gerufen? Der ist so aufgeregt. Ein Applaus! Danke fühls Kommen. Fühl mich sehr geehrt. Wir haben heute hier wirklich ein Problemkind nach dem anderen hier sitzen in der Runde. Wir haben hier Leute, die gerade eingeflogen kommen aus Italien. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Runde, oder? Wir sind ready. Let's go. Die Nacht bricht ein. Nicht schummeln, gell? Wir haben wirklich harte Schiedsrichter hinten. Mafia, öffnet die Augen. Hart. Heiler. Öffne deine Augen. Echt? Der Tag bricht an. Direkt dumme Kommentare. Ich habe am meisten Angst vor Salim. Ich habe am meisten Angst vor ihm. Weil ich weiß durch Enisa, dass er ein richtiger krasser Player ist. Oh. Und ich weiß, er könnte jetzt als... Ja. So hart. Krasser Player. Das hat sie zu mir noch nie gesagt. Was? Nichts, mach weiter. Salim, wie geht's dir heute? Mir geht's mega. Vielen, vielen Dank für dieses Kompliment. Ich werde fast schon rot, wenn mein Anzug das nicht schon übernehmen würde. Schauspieler. Bin ich so rot, mein Bro. Gott, das gut, der reden kann. Ja. Das ist ja geil. Eine Ruhe, weißt du so. Ja, ja. Er hat nicht mal reagiert beim Kompliment. Nix. Doch, ich bin rot, Bro. Ja, danach, verbal. Ja, weil er noch diese Grätsche gemacht hat. Deswegen musste ich erst mal sein Torpedo da verarbeiten. Das muss sein, dass die Kameras sind. Sonst wäre ich so schon trying. Ramo, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ich beobachte gerade die Menschen hier. Wer ist für dich so ein bisschen verdächtig? Also ich habe gerade in jede Augen geschaut. Die Wildcard ist auf jeden Fall sehr still, leise. Ich weiß, ob es jetzt so... Jetzt kommt 23, beobachte erst mal. Nein, klar, man muss einfach beobachten. Ich kann nicht mehr. Nein, ich lasse euch erstmal gehen. Also ich sehe diese Ecke sehr gefährlich auf jeden Fall. Ja, ich spür's auch. Diese Ecke? Ja.
Oh, er sieht aus wie so der Klischee-Mafiosi. Es ist auf jeden Fall eine gefährliche Ecke dort. Der ist von Anfang an, alle sind Mafiosi. So, du bist Mafia, du. Weil der immer so. Es ist wie wenn in der Runde. Ist wie wenn man gehupst hat und es auf andere schiebt. Weißt du, so das Erste, was sie mich gefragt hat, was meine diese Sternzeichen. Also, ich wurde gerade gefragt. Ich war schon okay. Liz redet gerade über Sternzeichen. Also, so. Einfach woanders, weil das ist auch so ein Spiel. Einfach so. Was ist also, einfach so. Kannst du erklären, was du meinst mit den Sternzeichen? Ja, weil sie direkt analysiert hat. Weißt du, was ich meine? Sie. Okay, und deswegen ist es jetzt ein bisschen ja, suspekt, oder? Aber ich würde gerne meinen Bruder Sofian seine Meinung hören, weil der ist gefährlich. Bruder, schwierig. Ich hatte ja gerade die Ehre, Max in die Augen zu schauen vorhin. Deswegen bin ich mir eigentlich schon was sicher. Was soll diese Schleimerei zwischen euch? Deswegen bin ich mir sicher, dass er es eigentlich schon aktiv ist. Oh. Ja, er hat Spaß gerade am Spiel und er hat nur Spaß, wenn es. Ne? Ich hab doch immer Spaß. Ah, du hast bei Heiler, glaube ich, die Augen offen. Oder war das auf woher weißt du denn? Genau. Hä? Sofian, bist du irgendwie. Also, geht's dir gut, fragen mein Bruder? Sie mal, was denkst du denn? Nein, genau. nicht ablenken. Also, Sofian, wäre das GTA, hätte Sofian schon 4 Sterne. Okay. Aber er redet auch, das hat auch so ein Ding. Voilà. Dass du redest. Normalerweise bist du doch still, wenn du. Bruder, bist du Mafia? Ja, Bock. Ja, er redet. Ja, genau, ja. Ja, okay, er ist. Ja, er hat sogar gesagt. Was? Also, er gesagt, dann frag mich ironisch. Bruder, bist du Mafia? Ich gucke, was du dumme Frage sagst. Ja. Ja, Bruder, ja, sie so. Nein, Mann, die ist witzig. Als ob du was entdeckt hast. Die macht so. Das ist nicht witzig. Du wächst von Ding zu Ding direkt. Ja, du. Nein, du. Ey, ganz kurz. Ganz kurz, Timeout, ganz kurz. Sorry, Mafiosi, wir dürfen nicht reden. Ganz kurz, ich kenne mich mit Sofians, Hakans und sowas aus. Noch nie habe ich jemanden so rot gesehen wie den gerade. Also, war der schon immer so rot? Ich kenne ihn ja nicht. Hey, Max, er ist auf Stoff. Max sagt Nebensatz, er ist auf Stoff. Er ist einfach so raus. Ruiniert meine ganze Familie, so, er ist auf Stoff. Ganz nebenbei. Und mit Pascha befreundet zu deinem Bruder musst du, glaube ich, auf Stoff sein, Alter. Ich schwöre. Danke. Sag mal einen Satz. Das ist genau, dass du Mafiosi bist. Hä? Ich? Nein. Ich bin aktiv nicht Mafiosi. Warum immer aktiv? Aber sie schießt aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Also, was ist los mit dir? Warum bist du so am Lachen die ganze Zeit? Bruder, geht's dir so? Salim ist immer noch sehr ruhig und Max ist so. Ich glaube, Salim ist überfordert, glaube ich. Ja, das Schlimme ist, ich versuche ja noch kennenzulernen. Also ich versuch, was ist dein erster Eindruck? Nee, ich habe nur gemerkt, also ich kenne mich ja aus, wenn so Leute beim Klauen erwischt werden. Und so hat Sofian gerade reagiert. Das war voll so offensichtlich so. Und dann hat er ihn in die Augen geguckt, irgendwann in der Grundschule und weiß jetzt, dass er Mafia ist. War voll seltsam bei ihm. Sofian und er. Das ist zu billig. Die zwei. Wie süß. Mal, er ist halt hart cool. Hier ist es einfach. Die ist ganz ruhig machen. Ja, genau, ja, die. Also, wen nehmen wir jetzt? Nein! Wen nehmen wir jetzt? Ich will checken, auf diese coole Art und Weise drauf zu reagieren. Okay. Wen nehmen wir jetzt? Ich brauche mal ganz kurz hier meine Östrogene, ganz kurz. Mädels. Liz. Ja? Wie ist es? Das ist gerade gehört. Warum jetzt zwei Namen? Ich bin gerade beschäftigt, lass sie mal in Ruhe. Die macht gerade weg. Also. Ich weiß nicht, Digga. Also ich könnte mir vorstellen, dass, wie gesagt, die Eckküche, die beiden passen sehr gut rein. Ja. Wir sind nicht mal in einem Blickfeld. Also. Ja. Was sagst du? Komplett also, die ganze Zeit, guck mal. Sofian, sie guckt die ganze Zeit nach da und jetzt schiebt sie alles auf Max, Entschuldigung. Und wenn die sich in die Augen kurz haben, die zwei. Liegt aber auch an der Aufteilung der Sitze. Das ist einfach ja, homogen. Auf einmal liegt alles auf einmal. Was ist denn los? Digga, möchtest du was sagen? Ja, bitte. Irgendein Geräusch kam auch, als wir die Augen zu hatten, auch von ihm. Ja, weißt du noch? Heiler. Ja, ich bin mit dir. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich bin Heiler. Ah, du bist Heiler? Ja. Salim? Ich glaube, wir haben einen Wolf hier. Nee, Quatsch, wie heißt das? Sofian, aber kannst du ein Statement wie sie geben? Also, was glaubst du so? Also ist ein bisschen schwierig, aber die sind so sehr offen, du redest sehr viel. Also, ihr zwei, ne? Aber ich glaube, das ist eigentlich so diese umgekehrte Psychologie. Aber du bist auch sehr ruhig, analysierst. Ich schieße jetzt nicht einfach so, darf ich ganz kurz bitte? Ich weiß nicht. Du bist sehr ruhig, du beobachtest. Ich oder er? Du. Ach, ich. Genau. Dein Auge zuckt so viel. Ja, ganz halt das Rechte irgendwie so automatisch. Weißt du, was ist? Ja. Aber vielleicht hast du das Spiel auch nicht. So viel und hier haben wir auch eine ganz klare Rollenverteilung. Also was heißt, auf jeden Fall eine ganz klare Entschuldigung hier. Ja. Ich bin genau das. Ich bin scharf. Aber Salim, du machst es so intelligent. Möchtest du was dazu sagen, dass du beschuldigt wirst? So, oder? Hey, ich hab einfach keine Menschenkenntnis. Wirklich. Gerade du. Ich habe keine Menschenkenntnisse.
Schau mal, wenn jemand, ich sag nur ganz kurz, also das war gerade heftig, also das war das Verhör des Jahrtausends. Wenn das Inglourious Basterds, würde ich jetzt diese Pfeife rausholen, bevor ich sage, wo die sich Leute verstecken. Weil Nega sagt, dass sie bei den Wölfen ein Geräusch hier gehört hat, ne? Und bei ihm, also dieser Ecke und hier. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ganz normal, weil ich bin ein Heiler. Das ist natürlich richtig bitter, wenn du dir ein Alibi gibst mit Leuten, die wirklich am Tatort waren. So, wenn sich dann jemand rausredet dann und sagt, jetzt, wer der Heiler ist. Kann man ja nur so sicher sein, wenn man ganz genau weiß, wer es ist. Genau. Auch ertappt. Ja, und ich weiß nur, dass so er nicht der Heiler ist. Tja, weil er der Heiler ist. Aha, das ist schon mal Bescheid. Ja, steht hier. Okay. Ich glaube, jetzt kommt die Psychologie, der Double-Fist war und das. Er. Aber so ist Sophien es. Doch und nicht Hauptschule. Ich ahne. Der Max ist es nicht, Leute. Ich sag nur, Nega hat gerade was. Warum bist du dir so sicher, dass es Max nicht ist? Ich glaube, das sie ist es. Aber warum? Ja, sie ist voll überfordert. Wie lustig, du bist Mafia. Du bist Mafia. Genau, du bist Mafia. Du bist Mafia. Jeder war Mafia außer sie. Aber ist doch irgendwie auch Sinn des Spiels, oder nicht? Ja, aber die musst du schon einen aussuchen, der jeden gesucht hat. Aber eine Frage habe ich. Wie ist es, Mafia zu sein? Oh, gut. Ungechillt, es ging in die Leber. Der war super. Okay, so willst du jetzt versuchen? Okay. Ich habe gar nicht auf dich getippt, aber wenn du jetzt wirklich. Ich muss. Ach so, ja dann versuch. Ich muss, ich möchte diese Gemeinde retten. Wann dürfen wir unsere Dinge abgeben? Eine Minute noch? Ah, okay. Warum hast du es so eilig? Flach abgeben. Nee, weil ich weiß nicht. Vor allem ich weiß. Oha, okay, ich sage. Ich weiß. Bruder, es ist ein bisschen hier wieder so. Wenn es ums Heilen geht. Tranquil. Wie sagst du denn? Ich? Für wen bist du denn? Ich bin aktiv noch nicht für irgendeine Person, um ehrlich zu sein. Passiv? Aber wir müssen uns ja entscheiden, oder? Wollen wir es einfach so lassen jetzt? Also keiner, es gibt keinen, nein. Wir haten aktiv. Es gibt nein, keinen ich möchte gerade. Gerne nochmal die Meinung von Ava hören, weil sie weiß ganz genau so, also du hast ja ein paar Mafia-Folgen bestimmt geguckt. Ja, safe. Ich küsse dein Herz, du bist die Beste. Und wer ist so, also Sophien hast du bestimmt auch schon mal ein paar Mal gesehen. Mhm. Und es gab mal so ganz viele Folgen, in denen Sophien so einfach mal geschlafen hat oder nichts der gemacht hat. Der war so still, der weil er meinte, gesehen. Ich bin Bürger, langweilig. Und dann war er immer Bürger. Mhm. Und heute, er geht ab, er kratzt sich Zahnpasta von der Hose weg. Er ist rot angelaufen, er springt nach vorne, nach hinten, nach vorne. Ich habe einfach nur geschlafen, ich war gestern nicht feiern, ich war ja nicht in Mailand. Deswegen war alles entspannt. Aber ist er immer so? Ist er immer so over the top oder ist er sonst gechillt? Also wenn er Bürger glaub ist, mir, schläft glaub er. Mir. Kann man das sehen? Absolutes Master-Poker-Face hat er. Absolut, absolut. Ganz rapide. Genau das Lachen. Und er. Das Lachen. Die genau zwei. Das Lachen. Oh yeah, oh yeah, die Zeit ist um. Die zwei. Aber Zeit ist um? Okay. 3, 2, 1. Krass. 100% sag klar. Nega, du bist raus. Verrate uns deine Rolle. Bürgerin. Ja. Oh, ja. Scheiße! Ich weiß nicht, das war die Mafia. Sorry, ey, ich dachte wirklich. Sorry. Er sagt sorry, ey. Die Nacht bricht ein. Mafia öffnet die Augen. Wer soll sterben? Lass mal ganz kurz überlegen. Warte. Du bist so nervig, so viel sei einfach leise, bitte. Liz oder Parshat? Nimm Parshat. Ja, okay. Ich kann nicht mehr. Heiler, öffne deine Augen. Wen willst du retten? Mich. Mach dich selbst vor. Glaub mir. Scheiße. Der Tag bricht an. Ich bin raus, gell? Ava, du bist raus. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich. Sorry. Also, richtige Assi-Aktion. Ich. Richtig Assi. Du bist raus, Schatz. Alles klar. Richtig Assi. Danke, Schatz. Asozial. Richtig Assi. Ey. Wisst ihr, also, es ist wirklich, also, egal wer Mafia ist, sie ist Bürger. Busy ehrenlos, also wirklich busy ehrenlos. Hi. Boah, schwierig, oder? Ja. Also, wir haben nur noch diese Runde, ne? Und also, dann ist schon bei Mafia werden sowohl Freundschaften also zerstört, als auch es ist schon sehr gut. Die Runde hat Energie, das ist krass. Okay, eine Sache muss ich sagen, Mafiosis, schlau, weil die haben die Person gekickt, die überhaupt gar keiner in der Runde irgendwie auf dem Kicker hatte. Checkt ihr, was ich meine? Die war komplett nüchtern. Das war ein schlauer Kill, aber auch ein ehrenloser Kill, sag ich ehrlich. Du bist halt schlau. Ich bin schlau. Du bist schlauer als ich. Sag's auch immer, die ganze Zeit. Ja. Gut, das stimmt. Natürlich bin ich schlauer wie du. Aber die haben auch so ein bisschen an die Sendung gedacht, die Wölfe, ach, genau. die Mafiosis. Die haben halt gesagt, okay, sie hat nichts gesagt, dann können wir es ja genauso gut. So, das war halt irgendwie hart. Also. Ja, stimmt. Ach so, das hätte, hast du an die Show gedacht, ja? Das, also, das Kompliment. Er ist Heiler. Hast du an die Show gedacht, ja? Wer ist so... asozial. Ist so unmenschlich. Pokerface. Den Blick gespürt. Nein. So viel, nein. Jetzt, wo du sagst, nein, ich sag's nur. Aber du weißt, ich bin zu lustig für die Runde, das kann man nicht kicken. Aber er ist ganz aber klar Pokerface. Ihn, ja. Ja, weil er. Wie ungechillt, wenn ich ein Bürger jetzt wäre. Ihr verteidigt euch. Als Mafia-Drama habe ich geredet. Wer ist denn so wahnsinnig?
Ja, der ist es nicht, Bro. Der Mann hat Mut. Nein, aber warum? Vertrauen wir nicht. Ich wusste gerade, ich dachte, Ramo wird raus. Ich so, hä? Hab ich nicht so gereagiert? Ich auch, dass ich raus. Ja! Wie lustig! Ich bin ganz ehrlich, ich bin doch der Nächste. Ich brauch so Liebe zwischen den beiden, ich kann nicht mehr. Also, wie ist es so? Also? Warum reißt du die Liebe? Aus der Verdächtigung natürlich. Also ich weiß nur, ich weiß halt nicht, mit wem ich noch rede, weil zwei ist ja unnötig, mit denen zu reden. Warum? Ja, weil... Bro, du bist safe Mafiosi, Bro. Warum ich jetzt Mafiosi? Du hast so Mafiosi-TÜV. So alles an dir sagt Mafiosi. Einfach alles. Auch da, wo er beschuldigt worden war, hast du direkt... Du wolltest die Show retten gerade. Also ich bin mir auch sicher. Ich bin gleich gerade... Warum bist du dir sicher? Ey, es sind die zwei, aber ich weiß nicht, wie ich... euch drei überzeugen Mich. Soll. Du und er. Safe. Oh, süß. Ich war lieb. Oh, süß. Ich? Das Problem ist aber, ich kann euch nicht ich überzeugen. Ich war dein Fan. Ich war mal dein Fan. Hey, ich liebe dich. So, aber du bist trotzdem. Du bist trotzdem. Das ist ja eine Romanze gerade. Du bist trotzdem. Es geht in ganz andere Richtung. Hier ist Energie. Also, er hat hundertprozentig gelogen vorhin, bevor das waren Negas letzte Worte, als sie ihn beschuldigt hat. Und er hat sich versucht, etwas rauszureden, wo ich weiß, dass es nicht stimmt. Der hat doch auf mich gezeigt, oder? Dann. Achso, ja, die haben beide auf mich, damit die mich rauskicken, glaube ich. Also ist Max also auf jeden Fall. Ich hab dich zwar auch verdächtigt so ein bisschen, aber ich habe dann am Ende doch zu vielen gehalten. Also, Max, also ihn verdächtigt. Profiler. Weißt du? Warum hast du einen Kaugummi jetzt im Mund? Weil ich muss hier mehr Durchblutung kriegen, um euch drei zu überzeugen. Weil das Schlimme ist ja bei diesem Spiel, wenn man es weiß, das bringt ja einem nichts. Gesetz der Rache, erster Satz, es bringt nichts, es zu wissen, du musst es beweisen. Oh. Und das Schlimme ist, wie schlauer reden kann. Wenn man die beiden... Bruder, bist du schnell? Ja, ich auch. Bruder, als hätte der Referat, Bruder. Wie schlauer der reden kann, mit Melden und so. Also ich finde, Salim hat frei gesprochen und hat sehr gut hat geredet. Benutzt. Aber er ist Mafia, 100%. Bruder, als Referat. Ja, ist Mafia. Also das wissen wir safe. Hier. Ja, also Max ist sehr leise. Ich wollte einfach nur feststellen, so als Team, die Person, die gerade am meisten Spaß hat, ist Liz. Ja, ich wollte einfach gefällt, nur weil ich chillen kann. Ich wollte, ja, für dich ist es sehr gemütlich. Nein, sie weiß gar nicht, was gerade passiert oder abgeht hier. Das ist einfach nicht da. Ja, Mann. Scheißegal. Aber ist dir nicht das Wohl der Gemeinde wichtig? Doch, auf jeden Fall. Wenn wir die Verräter sind, sage ich, dass Sophie auf jeden Fall was damit zu tun hat. Krass. Habt ihr eigentlich schon, wenn ihr drei mich und aber wir, boah, das wäre Gleichstand, gell, ungechillt. Wärst du dabei bei Parshad oder nicht so? Bei Parshad wäre ich nicht dabei. Bei Parshad nicht? Bei Parshad nicht. Also, so viel, ich verstehe nicht, was. Nein, nee, bei seinem Nachbarn wäre ich dabei. Du bist bei mir dabei, gell? Ich war auch bei Hochverrat dabei. Bei Ramo bin ich, um ehrlich zu sein, bei Ramo bin ich auch dabei. Ja, bei Ramo bin ich dabei. Sofian ist aber viel zu aktiv heute und ehrlich zu sein. Guck mal, der Salim, der erwähnt mich nur, weil ich ihn erwähnt habe. Das ist ganz klar. Ich habe angefangen mit ihm, aber der Erste, den ich nehmen wollte. Auf einmal geht er auf mich. Aber keiner geht auf Max. Ja, weil er zu offensiv ist, weißt du? Okay, also... Wir sind safe, ne? Safe. Ja, ich bin 100% bei Ramo. Ich nehm Salim auf jeden Fall. Nimmst du ihn oder was? Das ist sogar der Name, Ramo. Ich wollte gar nicht nehmen. Bringt, diese Stimme bringt nichts. Ich nehm Salim auf jeden Fall, weil er hat jetzt gewonnen. Ich sag er, auf einmal nimmt er auf mich. 3, 2, 1. Aber wie machst du das, Parshad? Warum ich? Nicht du, Bruder, ich bin Salim. Achso, du machst das ja so alle. Ramo, du bist raus. Und, was ist er? Mafiosi. Um diese beiden. Die Nacht halt bricht ein. Leute, konzentriert euch. Sydney Sittler. Mafia, öffnet die Augen. Wer soll sterben? Die nimmt jetzt dich raus, Max. Viel zu auffällig. Und machst so viel Stress. Heiler, wen willst du retten? Hab mich, weil ich hab's. Das ist ein ganz klarer Fall. Der Tag bricht an. Sophien, du bist raus. Oh! Warum? Warum? Ja, ja, ja. Warum? Bürger, schon Bürger, aktiv. Hey! Sophien! Hey. Ich hab dich rasiert. Max Koga. Wir gewinnen doch am Ende. Das ist einziges Ergebnis. Geht nach Hause. Geht nach Hause. Ey, wir sind kurz vorm Ziel, Leute. Hört mal zu. Wir sind so kurz vorm Ziel. So kurz vorm Ziel. Boah, das ist echt schlimme Situation schon im Leben, dass du so lügen musst. Die haben mich rasiert. Boah, hast du mir die Augen geguckt, sagst du, Bruder, ich bin's nicht, bist du's. Ich musste. Lasst euch von dieser Hexe nicht manipulieren. Hexe? Wirklich. Hexe? Nein, eine Spaßhexe. Check. Check, wo anders hin? Zu deiner anderen Chaya. Ey, wirklich.
Also Bro. Sie macht das Raff, sie ist die Expertin, das ist ihr Spiel. Bruder. Das ist ihr Spiel. Ja, ja. Bruder, ja, wenn du mich anguckst, um dich zu verteidigen, ist wie wenn du mit dem Staatsanwalt redest. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet, voll wenig gepennt, ich habe gar keine Konzentration für dieses Ding. Ich lasse mich von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen leiten. Ja, und glaub mir, sie ist es. Glaub mir, wenn wir heute als Sieger Sonntagabend auf der Couch sitzen wollen, musst du mir vertrauen, sie ist es. Ja? Sie ist es. Wirklich. Ja. Guck in meine Augen. Sie ist es. Sie ist es. Sie ist es. Wie alles gibt. Also sie ist es. Ich will dieses Spiel gewinnen. Deswegen. Sie ist es. Also ich habe noch nie Max so krass im Einsatz gesehen. Max? Wirklich. Du bist so, wirklich. Der ist so drin. Okay, wir können abstimmen. Ja! Rast einfach raus. Kannst du mal Luft holen? Also geht's dir gut? Also was ist heute los mit dir? Meinst du Max oder? Ja, ich meine Max. Ich bin sehr competitive. Ja. Ich möchte gewinnen. Das liegt in meiner Natur. Ja, aber du also, möchtest ja auch als Mafia gewinnen. War Sofian für dich von Anfang an verdächtig? Sofian ist immer verdächtig. Er ist Pokerfest, er lacht und er kann alles sein. Und er führt alle ins Chaos. Warum glaubst du, dass ich es bin? Warum glaubst du, dass ich es bin? Erstmal. Komm mit einer guten Argumentation und nicht Palaver. Ja, erstmal. Immer wenn ich dabei war, habe ich dich mit Absicht immer rausgeworfen. Du warst dann sauer auf mich, dies, das. Also es würde dafür sprechen, dass du safe drin bleiben musst. Abseits davon hast du alles, du hast einfach alles manipuliert in die richtige Richtung. Und ey, guck mal, es ist einfach Fakt. Du bist Mafia. Ganz einfach. Ich will gar nicht mehr argumentieren. Das waren überhaupt keine Argumente. Das waren keine Argumente. Salim, was ist mit dir? Warum bist du es nicht? Nee, ich weiß es, weil ich bin derjenige, der den ersten Wolf ans Messer geliefert hat. Sorry nochmal, Bro, du warst überragend. Könnte auch ein Kollege sein. Ich habe dir vertraut. Könnte auch ein Kollege sein. Ich würde meinen eigenen Teamkameraden, meinen Mafiosi nicht mit rauskicken, wenn ich entscheiden könnte, hier oder hier. Das als letztes Argument. Denk nochmal nach. Mal, es ging hier um diesen Bereich. Du hast gesagt, vertrau mir. Ja. Lass uns Ramo rauswerfen. Und wir hatten recht. Um dieses Spiel zu gewinnen, würde ich nicht meinen eigenen Kameraden rauswerfen. Es gibt aber die Spieler, die das machen. Ergo, es gibt nur noch eine einzige, die übrig ist. Eine einzige. Diese Argumentationsgrundlage wird uns zum Sieg führen. Ganz klar. Schleuder ihn ins Fidame, wirklich. Erinner dich, das sind Fakten. Wir reden über Fakten. Wir reden über Fakten. Also wir reden über Fakten. Wir haben dieses Spiel das erste Mal wirklich auf Grundlage von Beweisen gewonnen. Was ihr werdet es jetzt gleich erleben. Genießt es. Was ist los? War Umsatz gestern nicht gut im Club oder warum bist du so nervös? Ey, warst du auch gestern? Bitte? Wart ihr beide? Nein, ich war nicht. Ich bin ja immer jede Nacht am Arbeiten und komme dann pünktlich zum Mafiaspielen wieder her. Ja, kurze Frage an den Mafiosi. Hat die Liz wirklich eine Karte gezogen? Es wirkt wirklich so wie Salim, so der YouTuber. Hast du schon mal in einer Mafia-Runde jemals deinen Kollegen umgebracht, um dich zu decken? Nein, noch nie. Noch nie? Würdest du sowas tun? Ja, selbstverständlich. Vor allem in der Situation, in der er war. Er war so in der Ecke gedrängt und ich finde es auch krass gut strategisch von ihm, dass er mich nicht gekillt hat, weil er weiß, okay, der Bomb ist wahrscheinlich heiler, weil er hat mein Alibi aufgeflogen. Du bist der Heiler? Heilst du dich die ganze Zeit selbst, deswegen kann er mich gar nicht killen. Theoretisch was ist? Wenn du den Kameraden umbringst, hat ja trotzdem am Ende die Mafia gewonnen. So ist ja scheißegal, ob eine eigene Mafia drin ist. Die Wahrscheinlichkeit sinkt aber, wenn ich mehr Bürger habe und ich meinen eigenen Mann, wenn wir taktisch, weil wir die Augen nachts öffnen, wenn wir dann taktisch festlegen, wie wir arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich gewinne. Deswegen würde ich meinen Kameraden nicht rauskicken. Der ist so richtig so. Er ist so lustig, er ist in seinem ganzen Film drin. Ja. Dadurch wird die Chance zu gewinnen schwieriger. Naja doch, das war so ein klassisches, du verlierst die Schlacht, um den Krieg zu gewinnen. Trotzdem, er würde auf jeden Fall nicht auf mich schießen. Wir sind ja Kameraden. Glaub mir. Max, wieso gibst du Salim so automatisch diesen Alpha-Status? Also warum siehst du ihn als total unschuldig? Er ist der, ich habe ja gesagt, ich zeig hier. Wir müssen jeden beschuldigen hier. Nein, er ist Heiler. Wir müssen hier jeden beschuldigen. Heiler, weil ich am Anfang gesagt habe, ich bin der Heiler. Er hat direkt gesagt, oh, er hat direkt geschossen. Kann nur sein, weil er der Heiler ist. Mhm. Deswegen sage ich auch jede Runde, heil mich, heil mich, heil mich. So, es bleibt nur noch sie übrig und sie ist Mafia. Und ich will heute... Ich habe mein Vertrauen zu dir verloren, komplett, Salim. Komplett. Zu mir? Ja. Er gibt mir gerade Vertrauen. Ich habe komplett zu dir verloren. Also du komplett. Machst nichts für sein Vertrauen gerade. Was habe ich gemacht? Du bist ein grandioser Schauspieler. Nein, also ich bin ja wirklich Heiler. Ich habe jetzt ein Alibi aufgedeckt. Ich bin ein grandioser Schauspieler, aber trotzdem hat er... Also Negat, wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist. Negat hat gesagt, hey, ich habe Geräusche gehört bei den Wölfen hier. Dann hat er gesagt, ha, das war, weil ich Heiler bin und mich gefreut habe zu heilen. Und dann war ich so, Moment mal. Ey, wenn es Liz am Ende ist, gell, ich fress ein Besen. Ey, wenn das Liz ist, ich schwöre, ich versteck mich hier. Weil bis jetzt wirkt sie für mich wie so, ich ey, bin der, sehr, sehr wir wollten nicht, dass der Stuhl leer ist. Wir wollten nicht, dass der Stuhl leer ist. 3, 2, 1. Was?
Nein, ich will gewinnen. Ey, Liz, Liz, ey, mach keine Scheiße. Liz, mach keine Scheiße. Liz! Ja, nein, wie Liz? Nein, Liz, ich kipp diesen Stuhl um. Hört Liz, auf. Wir beide, nein. Liz und ich. Was ey, ey, nein, hör mal zu. Liz, ey, ey, sorry, Liz. Das war, Liz, Liz, bitte, Liz. Liz, ohne Spaß. Ich will gewinnen. Ey, was ein Verräter. Was, nein, was ein Verräter. Nein, das Max, ist nicht vorbei. Du bist raus. Was bist du? Bürger, ihr Wichser, Bürger! Bürger, ich bin Bürger, ich sag's doch die ganze Zeit, Mann. Heftig. Und warst aggressiver als mit Trash-Talk und so. Du warst so in deinem Film. Da konnte er mich so ficken in der letzten Sekunde. Die Nacht bricht ein. Mafia, öffnet die Augen. Wer soll sterben? Heiler, öffne deine Augen. Wen willst du retten? Bitte, dann können wir noch weiterspielen. Bitte, 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 bitte. Das ist so eine wichtige Runde. Bitte, dann können wir noch weiterspielen. Bitte, Heiler. Bitte, Heiler. Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Können wir noch weiterspielen? Weil wenn jetzt ich rausfliege, dann sind wir einfach alle tot. Bürger hat verloren. Bitte, bitte, Heiler. Ein bisschen zügiger, bitte. Warte mal, Bro. Oh, Junge. Scheiße. Oh. Heiler, bitte, bitte. Das entscheidet das jetzt. Wenn ich falsch tippe, dann war's das. 50-50. Oh mein Gott, du bist ja wirklich Heiler. Wirklich? Oh mein Gott, wir müssen Liz für unsere Ehre gewinnen. Der Tag bricht an. Paschat ist raus. Somit hat die Mafia gewonnen. Ja! Ja! Brutal. Brutal. Ey, du hast krass gespielt. Brutal. Du hast krass gespielt. Ich kann alles ficken, aber nicht beide. Das ist wirklich eine Maschine. Ich dachte, das ist so mit Glückse der Bürger, der plätschert so einfach, der überlebt. Einfach. Aber warum hast du schwimmen? Das heißt, was war die Idee, warum hast du den Sufjan gekillt? Das habe ich auch. Ey, ganz kurz. Ich habe ja erstmal die Y-Card gemacht, damit so besser, ich meine. Ja, ich habe mitgedacht. Du warst die Grausame. Irgendwann habe ich dann auf ihn gezeigt. Aber warum? Um die Verdächtigung auf ihn zu lenken dann. Ja, genau. Um ihn dann ein Ding zu machen. Und ich dachte halt, okay, Ramos ist zwar jetzt raus, aber wisst ihr, wie sie mich gekriegt hat? Also wie? Ich so, ey, Liz, die macht so, nein, Mann, ich bin's nicht. Und ich war so, okay, sorry, ich wollte es nicht. Also, wollte weißt du, was sie am Anfang gesagt hat? Nein, ich setz mich hin und die setzt sich hin. Was bist du? Ich so, ach. Die sagt, ja, ich bin auch was, worauf ich gar keinen Bock habe. Ich so, okay, Bürger. Dann Bürger. Ja, Dankeschön. Oh nein. Dark. Oh nein. Ich glaube, wir wurden genug gestraft. Ich glaube, Strafe muss doch im Vorfeld immer geregelt werden. Jetzt sind ja, zwei sogar. Finde ich auch. Ich kann euch nicht bestrafen, das ist viel zu viel Liebe. Oh, wie lieb, warte, also heute war keine Bestrafung. Ja! Ich glaube, wir sind schon damit bestraft, also, dass sie sich so krass getäuscht haben. Nein, nee, kein Hotchip, wirklich. Dürft ihr nicht? Nee, ach so, ich bin ja auch Verlierer. Ja, scheiße auf dich. Hauptsache, ich mach das einfach selber auch. Nein, jetzt ohne Spaß, Bestrafung genug schon für die, dass sie sich so krass getäuscht haben. Er hat wirklich halbe Stunde Plädoyer gegen mich gehalten. Alle im Hintergrund so. Ja, auf jeden Fall, ihr habt euch extrem getäuscht. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich einen neuen Champion. Tut mir wirklich? Leid. Hey, wirklich. Tut mir leid. Aber man konnte euch richtig hops nehmen, muss ich echt sagen. Hey, du hast ja wirklich jeden Darf hier ich eine Frage stellen an Liz? Wer war für dich so der schlechteste Spieler? Der schlechteste Spieler? Ich finde, heute waren keine schlechten Spieler irgendwie nein. dabei. Nein. Aber der schlechteste Spieler, der dir super in die Karten gespielt Jungs, hat? Haltet euch gerade. Also, er. Ja. Also, als ich die Augen geöffnet habe, ich gesehen, dass Liz ist, ich wusste, okay, wir rocken das. Einer von uns wird leider sterben müssen, aber ey, ans Ziel wird die Mafia ankommen. Hi, Janem, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere sehr gerne meinen Kanal. Check unbedingt gerne die letzten Mafia-Folgen ab, die sind wild. Und check auch das Video von meinem Lieblingskollegen für Laude ab, Großverdiener im Fitnessstudio. Viel Spaß dabei.